Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Lords of the Fallen. Im letzten Part haben wir hier den vierten Boss besiegt, der doch eigentlich recht gut gelaufen ist, dafür, dass wir nicht wussten, wie er zu machen ist. Und dann haben wir hier oben einen lustigen Gesellen gefunden, der lustige Geräusche von sich gibt. Und wir haben anscheinend auch eine neue Mission. Finde Antanas und Kassel in der Zitadelle des Klosters. Durchquere die Katakomben und suche in der Zitadelle nach Antanas. Mit den Katakomben meinen die das, wo wir da schon drin gewesen sind? Das könnte natürlich sein, ne? Wir waren doch schon mal in Katakomben. Krack. Ja, halt die Klappe. Wir waren doch schon mal in Katakomben gewesen. Hier tut sich auch irgendwas. Moment. Wir drücken mal eben den Hebel. Wo wir den Schlüssel von Jetka bekommen haben. Sind das die Katakomben, die meinen? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Hier haben wir... Ja, halt auch die Klappe. Uralte Höhle. Moment, da klebt was an der Decke. Jetzt sind wir hier. Krack. Ja, ist ja gut. Jetzt sind wir hier. Haben wir hier also die Tür geöffnet. Und da waren wir ja auch im Grunde schon gewesen. Okay, das heißt, für uns geht's hier erstmal nicht weiter. Jetzt gucken wir noch eben hier auf der Seite. Da geht's noch lang. Wo sind wir denn hier? Halt die Klappe. Seltsame Schriftzeichen in einer uralten Sprache. Okay, das können wir also nicht identifizieren. Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin zurück. Moment. Hier sind auf jeden Fall komische Geräusche. Ach so, das ist das Portal. Boah, wir müssen hier unbedingt weg, damit der Typ uns nicht mehr auf den Sack geht. Das ist ja furchtbar. Was haben wir da oben? Ach du Scheiße, da haben wir wieder einen, wo wir sein Herz finden müssen, ne? Müssen wir uns erstmal umschauen, wo das Herz sein könnte. Oder wir hauen ihn erst einmal zu Klump und der sagt uns dann ja, wo das Herz zu finden ist. Ja, sehr schön. Boah, ja, ist ja gut. Das haben wir auch schon mal. Komm schon. So, warte mal, wo haben wir denn hier was, was wir zerdeppern können? Hier anscheinend gar nichts. Dann müssen wir den ja doch erst einmal anhauen, wa? Oder umhauen zumindest. Dann gucken wir mal, wo sein Herz denn rumliegt. So, wo bist du? Da hinten ist sein Herz irgendwo. Also, hier oben oder wie? Moment. Einmal da durch. Das Herz haben wir. Den haben wir auch. Und jetzt können wir uns um den kümmern. Aber ich glaube, dafür gehe ich nochmal nach unten, wo wir etwas mehr Platz haben. Komm schon. Sehr schön wieder getroffen. Oh, weg, 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 weg. Und weg. Wow, wow, wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl, da haben wir ihn auch wieder down. Ja, das muss man echt machen. Den erst einmal umhauen, um sein Herz zu finden, wenn das Herz nicht direkt im selben Raum zu finden ist. Finde ich auf jeden Fall aber auch sehr gut gemacht. Also das gefällt mir schon sehr. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir hier überhaupt lang? Das heißt, müssen wir hier überhaupt weiter oder sollen wir jetzt erst zurück und wieder da zum Kloster hin? Oder was, wenn da steht, wir sollen Kassel finden? Hier kommen wir zumindest schon mal nicht weiter. Da kann ich definitiv nichts machen. Was haben wir hier noch? Irgendwas, wo wir nichts machen können? Was ist denn jetzt? Achso. Der hat einfach nur komisches Stöhngeräusch gemacht. So, hier haben wir nochmal einen Hebel. Ein paar Töpfchen. Wo auch wieder drin liegt.
Ein Magiesplitter, okay. Aber hier scheint sonst soweit nicht zu sein, außer der Hebel. Na, dann gucken wir mal, ob der Hebel uns irgendwie wieder hier rausbringt. Ob wir jetzt wieder irgendwo hinkommen, wo wir schon mal vor der Tür standen. Wo ist das denn hier? Da steht auf jeden Fall einer rum. Und die Tür hier geht anscheinend nicht auf. So, eben einen trinken. Was? Wer stöhnt? Schnell! Schafft ihn hier raus! Was? Ach, hier passiert was. Was macht ihr hier? Wir haben diese leuchtende Tür gesehen, als wir vor den Roger geflohen sind und sind hineingesprungen. Könnte es noch schlimmer kommen? Wir können nicht zurück und der Hauptmann, er vergibt uns niemals. Wir sitzen fest. Ihr seid davongelaufen, so wie es Feiglinge tun? Ihr seid an diesen Ort geflohen? Ihr seid vor den Roger-Kämpfen geflohen und hierher gekommen? Und woher sollten wir auch wissen, wohin sie uns führt? Ihr könnt hier nicht bleiben. Was ist mit ihm passiert? Findet doch alleine wieder hinaus. Was ist mit dem da passiert? Hier wimmelt es von diesen Ungeheuern. Sie haben ihn erwischt. Wenn er keine Medizin bekommt, dann ist es aus mit ihm. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Hier, bitte sehr. Wir sind ein Guter. Wir sind wirklich ein Guter. Wir waren zu Unrecht im Knast. Ja. Das sollte erst einmal helfen. So, finde, ihr könnt hier nicht bleiben. Ihr verschwindet besser. Wir waren auf dem Weg zum Turm bei der Brücke, dem auf der rechten Seite. Wir wollten uns da verstecken, aber ein mächtiger Dämon bewacht den Turm. Kehrt nach Steinmetz zurück, mal sehen, was ich tun kann. Habe ich noch nicht nur... Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. So, jetzt wüsste ich nur noch mal gerne... Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Noch nicht. Bitte beeil dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Was denn für einen mächtigen Dämon? Auf der rechten Brücke. Oder am rechten Turm. Moment, hier ist ein Turm. Hier oder was? Ne, hier ging es sogar... Oder ging es da weiter? Dass ich das hier nicht... Nee, da geht's auch nicht weiter. Was meint der denn? Komme ich hier lang? Nee, das geht auch nicht. Boah, der Mond, der sieht ja mal geil aus. Habe ich so noch gar nicht betrachtet hier in dieser Welt. Hat schon was. Ein mächtiger Dämon bewacht die Brücke. Okay. Meinst du den da, oder was? Hey, Kollege. Komm her. Also das ist jetzt nicht wirklich ein mächtiger Dämon. Ich glaube auch nicht, dass er den gemeint hat. So, bis der da fertig ist mit seinen Spirenskis, können wir hier mal weitermachen. Okay. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was er von mir will. Mit welchem Dämon. Guck mal. Eigentlich soll er ja zurückkehren, oder wie war das? Ach, hier ist jetzt ein Baumviech unterwegs. Und irgendwie ist das auch ein anderes Gebiet, wenn ich das so richtig sehe. Das heißt, wir sollen den da erstmal kaputt machen, oder wie sehe ich das? Ne, wir machen erstmal den da kaputt, würde ich sagen. Komm du mal her. Aua. So, den haben wir schon mal. Aua, lass das. Drecksviech. Au, Arschloch. So, das haben wir auch weg. Dann können wir uns jetzt um den da kümmern. Komm schon, mach was. So, einmal haben wir schon getroffen. Nochmal. Okay, er spuckt Feuer. So, damit er uns nicht wieder frisst, rollen wir direkt weg. Mittlerweile kennen wir ja die Strategie. Aua.
Also die Hitboxen, die könnten durchaus besser sein. Da halte ich mich jetzt erstmal weg von dem. Nochmal vergiften, auch wenn das nicht viel bringt. Machen wir den. Ach, könnte man gar nicht. Ah, lustig. Lustig, lustig, lustig. Der mit seinem Scheißfeuer. Komm, mach was. Was war das denn? Sehr schön. Jetzt brenne ich zwar wieder, weil ich wieder zu früh reingerannt bin, was auch nicht so schön ist. Komm schon. Jawohl. Jawohl, da ist er weg. Jetzt ist nur die Frage, hat er den denn auch wirklich gemeint? Und war hier nicht noch irgendwo ein Gegner gewesen? Müssen wir mal eben gucken. Hier war doch noch irgendwo... Da steht doch noch einer. Hey, du. So. Haben wir dich dann auch weg. So, wenn sie jetzt nicht durchkommen, weiß ich auch nicht weiter. So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir machen können? Das sieht auf jeden Fall alles anders aus. Und was ist das hier? Moment. Ach, das ist hier der Weg, wo wir in der letzten Aufnahmesession waren. Okay. So, das müsste der Weg nach draußen sein. Genau, das ist der Weg nach draußen. Hier setze ich nochmal kurz das Ding ein. Mit dem könnte ich auch noch sprechen. Wir gucken jetzt aber erstmal, ob das der Dämon war, den die gemeint haben. Deswegen quatsche ich die einfach nochmal an. Weil nicht, dass ich hier jetzt abhaue und nicht nochmal mit denen gesprochen habe. Und wie gesagt, ich hoffe halt, die meinten den. Wie kann man eigentlich dahin? Ach, hier waren wir schon, oder? Ja, die Tür ist auf jeden Fall auf, da waren wir schon gewesen. Und was ist das hier? Ach, hier war auch noch ein Portal, wo noch ein Dicksack steht. Okay, dann wird es hier auch auf jeden Fall irgendwann nochmal einen Boss geben, so wie ich das sehe. Schauen wir einfach mal. Wir quatschen die jetzt nochmal an. Was mit dem? Spricht der auch? Nee, der spricht nicht. Der liegt ja immer noch rum, obwohl der einen Heiltrank bekommen hat. Hey, sprich mit mir. Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Noch nicht. Bitte beeil dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Aber was denn für ein Weg? Ich verstehe es gerade nicht. Die wollen irgendwie zum rechten Turm. Das ist hier alles nur ein Turm. Ich verstehe echt nicht, was die von mir wollen. Naja. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich komplett zurückgehe, dann verpasse ich bestimmt irgendwas, aber ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Weil hier kommen wir auch wieder nicht durch hindurch die, da sind immer noch die Gitter vor. Vielleicht sollen wir hier noch irgendwie, vielleicht kommt ja hier noch was auf der Brücke für den Rückweg. Okay, das waren die Durchgänge. Hier haben wir auf jeden Fall den Schmied, den können wir erstmal den Splitter geben. Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein, genau genommen hat es nach mir gesucht. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Das heißt, wir können ihn jetzt jederzeit rufen? Verstehe ich das richtig? Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal nochmal die nächste große Rune identifizieren. Glücksrune, makellose Glücksrune. Oh, wie cool. Da müsste ich doch eigentlich mal eben kurz gucken, wie war das? Identifizierte Rune ansehen, da haben wir es doch. Attributskanalisierung plus 4%, Rüstungskapazität plus 6 finde ich gut. Energieverlust durch Block plus 9%. Finde ich gar nicht mal schlecht. Die kleinen Runen hebe ich mir erstmal noch auf. Ach, und der ist jetzt weg. Das heißt, können wir jetzt hier jederzeit benutzen? Ah, ein Wiedersehen. Okay, herstellen, verlassen. Ach, der steht jetzt wahrscheinlich bei den Hammer und Amboss rum, was wir schon überall in der Welt verteilt gefunden haben.
Das könnte natürlich sein. Der Schmied kann jetzt zwischen den Dimensionen reisen und du kannst seine Werkstatt von vielen Orten erreichen. Von nun an kannst du... Ich bin wieder so doof. Ich habe wieder nicht gelesen, weil ich wieder so trottelig war und einfach mal gelabert habe. So, ist denn hier jetzt noch ein Dämon auf dem Weg nach draußen? Oder meinten die den Schmied, dass sie da nicht dran vorbeikamen? Wir gucken einfach mal. Weil ich gehe mal schwer davon aus, dass wir hier auch wieder hin zurückkommen. Hier scheint auf jeden Fall sonst kein Gegner mehr zu sein. Okay, das heißt, ein letztes Mal renne ich noch zu denen zurück. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt so oft hin und her rennen. Und wenn die jetzt immer noch sagen, oder wenn ich jetzt, wenn unser Halki oder wie er heißt, jetzt immer noch sagt, dass er den Weg nicht freigeräumt hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann habe ich keine Ahnung, wie wir für die den Weg freiräumen. Der will ja hoffentlich nicht, dass wir nochmal komplett alles neu machen, wa? So, wir mussten auf jeden Fall hier links hoch. Ich finde das voll geil, dass er mittlerweile so lange rennen kann. So, und wenn du jetzt immer noch was sagst, dann hau ich dich. Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Noch nicht. Was denn? Du beeil dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ich weiß doch nicht, was für ein Weg der mein verdammte Tat. Ist das, wollen die hier rein oder wie oder was oder wie? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe hier auch keinen noch... Was war das denn? Oh, das war gar nichts. Das war einfach nur ein Stein, der da geleuchtet hat. So, das ist hier das. Hier kommen wir wieder nicht durch. Was leuchtet da eigentlich so? Was leuchtet da so? Ist das ein Feuer? Oder ist das der Stein? Der Stein, der leuchtet auch so komisch. Hm. Gut, 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 gut. Da. Oh, hast du... Ich hab den Arsch vergessen, ey. Ich hab den jetzt echt vergessen gehabt. Aber... Das ist da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Weil hier im Grunde ist ja so gut wie alles frei. Wir gehen einfach jetzt zurück in die alte Welt. Zurück zum Kloster und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht über die Katakomben weiterkommen. Findet Antanas und Kaslo in der Zitadelle des Klosters. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, bevor wir da jetzt hingehen, werde ich an dieser Stelle einen kurzen Cut setzen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zum nächsten Part von Lords of the Fallen wieder. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!